Apropos Weihnachten, falls Sie noch ein originelles Geschenk suchen. Bücher gehen ja immer, Biografien zum Beispiel. Nur sind das ja meist ziemlich dicke Wälzer mit viel Text und wenigen Bildern. Es geht aber auch spritziger. Der Aachener Zeichner Willi Blöß beweist das seit 10 Jahren. Er zeichnet Künstlerbiografien als Comics. Die sind unterhaltsam, nett anzuschauen und informativ in einem. Große Kunst in kleinem Format. Künstlerleben, getextet und gezeichnet auf je 24 Seiten für 3 Euro pro Stück. Hauptwerk des Aachener Zeichners Willi Blöß. Seit 10 Jahren beschäftigt sich der Familienvater mit der etwas anderen Art der Kunstgeschichte. Ja, die Recherche, das nimmt schon die meiste Zeit von der Herstellung in Anspruch. Komplett 6 bis 8 Monate. Recherche würde ich 4 Monate ansetzen. An welchem Künstlerporträt Blöß zurzeit arbeitet, will er nicht verraten. Als Verleger der eigenen Werke gehört für ihn auch schon mal persönlicher Versand und Lieferservice mit zum Geschäft. Ich bin mein eigener Herr. Also ich bin der Verlagsleiter, um das mal klarzustellen. Obwohl man wird ja zur multiplen Persönlichkeit im Selbstverlag. Vielleicht bin ich jetzt auch der Autor oder der Zeichner, ich weiß es nicht. Aber was ich sagen will, ist, dass das einfach nicht funktioniert hätte mit einem Verlag. Ich habe auch jetzt in den 10 Jahren Phasen gehabt, wo mal 1, 2 Monate nicht so viel verkauft worden ist. Da wäre im Verlag die Serie sofort eingestellt worden. Doch Blöß hat Erfolg mit seiner Arbeit. Vor 2 Monaten ehrte der Verband Deutscher Biografen offiziell seine Arbeiten. Auch Brigitte Franzen, Leiterin des Aachener Ludwig Forums, kennt die Künstlercomics seit Jahren. Ich sehe die Comics immer wieder in den verschiedenen Shops, in den Museen in Deutschland. Und wie gesagt, meine erste Begegnung war eben auch nicht in Aachen. Und ich war dann total überrascht und erfreut zugleich zu sehen, dass das sozusagen ein Produkt ist von jemandem aus Aachen. Die Arbeiten des Zeichners sind in erster Linie nicht für Fachleute. Blöß zeichnet für Menschen, die eigentlich nicht viel über Kunst wissen. Auch sie sollen neugierig werden und Interesse am Leben der jeweiligen Künstler entwickeln. Ein komplettes Leben. Picasso, das hat noch nie einer geschafft, das in einem Buch darzustellen. Da sind immer nur Details gezeigt worden. Und ich mache halt das komplette Leben auf 24 Comicseiten. Und da bin ich total stolz drauf, dass ich dann auch die Rückmeldung kriege. Super. Wir verstehen jetzt ein bisschen mehr von dem Künstler. Ob diese Art der Kunstvermittlung auch seine Familie ernährt, das wird der Verleger und Zeichner Blöß oft gefragt. Ich habe ja nicht als 16-Jähriger damit angefangen. Ich hatte ja vorher schon 2 Berufskarrieren hinter mir. Und bin da wirklich ganz gezielt mit Businessplan rangegangen. Und du kannst davon leben? Ja, also wenn man sparsam ist und keine großen Ansprüche hat, dann geht's. Zum Wochenende erscheint Teil 22 seiner Serie.